Omnibiotik Apfelland Triathlon 2022. Ja, wie bereits im Vorjahr ist es auch heuer wieder um 20.000 Euro Gesamtpreisgeld gegangen am Stubenbergsee in der schönen Oststeiermark. Und wir sind auch schon mittendrin im Rennen und sehen hier den Start der Profis gemeinsam mit den Age-Gruppern heuer wieder möglich, alle zusammen auf der Strecke. Und bereits beim Schwimmen sehen wir hier, dass sich ein Athlet deutlich absetzt. Und das ist der junge deutsche Tim Große Frese, der die Woche zuvor als deutscher Vizemeister auf der Mitteldistanz bereits aufgezeigt hat und mit ganz großen Ambitionen auch an den Stubenbergsee gekommen ist und gleich einmal beim Schwimmen zeigt, was es heißt, auch bereits in der ersten Disziplin wirklich viel rauszuholen und einen Vorsprung auf seine Konkurrenten herauszuarbeiten. Wir sehen das Feld hier aufgefädelt und bereits kurz vorm Ausstieg nach knapp über 20 Minuten Tim Große Frese mit einem beträchtlichen Vorsprung in die erste Wechselzone, wo es dann weitergeht zum Radfahren. Wir sehen hier bereits große Lücken am Anfang bei den Profiherren, aber speziell die selektive Radstrecke beim Apfelland-Triathlon wird dann noch einmal für viele Veränderungen sorgen. Hier sehen wir noch einmal den Wechsel raus aus der Swimskin. Temperaturen waren wieder sehr, sehr hoch. Da sehen wir den Zweitplatzierten nach dem Schwimmen vom Omnibiotic Power Team, den Michel Kalb, der sich jetzt auf die Verfolgung vom Tim Große Frese macht. Alexander Gref, Athlet aus Wien, der immer mit sehr, sehr starken Schwimmleistungen aufzeigt, der auch ganz vorne mit dabei. Und da sehen wir schon bei den Damen, das ist aber die Zweitplatzierte, das ist Svenja Tös, ist als Zweite nach dem Schwimmen rausgekommen, ganz vorne auch mit beträchtlichem Vorsprung nach dem Schwimmen, Johanna Ahrens vom Omnibiotic Power Team, die auch rausgegangen ist auf die Radstrecke, wo wir hier jetzt schon Georg Enzenberger sehen, der junge Österreicher, letztes Jahr Staatsmeister auf der Mitteldistanz, der hat voll auf seine Radstärke gezählt. Ja, der Georg in aerodynamisch perfekter Position, aber er wird verfolgt von Maximilian Hammerle, der ehemalige Radprofi vom Omnibiotic Power Team auf der Verfolgung von Georg Enzenberger. Und da sehen wir jetzt Philipp Mock und Markus Hörmann, die auch vorne in der Spitzengruppe mit dabei sind, die versuchen hier nach vorne auch aufzuschließen. Eine der flacheren Passagen, wo man auch am Aerolenker fahren kann, sehr, sehr viele Passagen auf der 30 Kilometer Radrunde, die dreimal absolviert werden muss, wo es berghoch oder bergunter geht, wo man einfach nicht am Aufleger fährt, so wie hier Tim Große Frese in einem der vielen, vielen Anstiege. Markus Hörmann wieder in perfekter Aero-Position, versucht jedes Watt zu sparen und da sehen wir auf dem Rad bereits jetzt die beiden Führenden, Max Hammerle und Georg Enzenberger. Und da kommt der Georg auch als Führender vom Rad in die Wechselzone. Der hat kurz vor Ende des Radfahrens noch einmal ein bisschen eine Lücke aufreißen können und geht mit ein paar Sekunden Vorsprung in die Wechselzone. Wir sehen jetzt dann auch gleich den Max kommen. Und was der Georg hier perfekt macht, er wechselt sehr, sehr schnell in die Laufschuhe, zieht keine Socken an und versucht sich somit einen kleinen Vorsprung auf den Max, der jetzt hier kommt, herauszuarbeiten. Wir sehen schon, er läuft raus und der Max ist noch drinnen in der Wechselzone beim Anziehen der Schuhe. Alles eintrainierte Handgriffe, das geht alles automatisch und dann geht es auch für den Max schon los. Verpflegung noch in die Hand genommen, Kappe aufgesetzt und jetzt heißt es Verfolgung aufnehmen. Mit knapp 20 Sekunden Rückstand geht der Max raus auf die Laufstrecke viermal rund um den Stubenbergsee und versucht, den Georg einzuholen. Aber auch Georg Enzenberger, natürlich bekannt als sehr, sehr starker Läufer auch, und der weiß, er hat den Max im Nacken, man sieht ihn hier auch im Hintergrund, die geben beide wirklich alles und liefern sich hier ein ganz, ganz tolles Duell auf höchstem Niveau über 21 Kilometer bis kurz vor die Ziellinie. Aber der Georg, man sieht es hier schon nach der Laufentscheidung, kommt als erster auf die Finishline, wird gefeiert von den Zuschauern
und freut sich extrem über seinen Sieg im Apfelland, weil er musste wirklich sehr, sehr hart dafür kämpfen. Im Hintergrund sehen wir auch schon den Max kommen. Also da war wirklich sehr, sehr wenig Abstand zwischen den beiden und die haben es bis auf den letzten Meter voll besorgt. Da der Max natürlich im ersten Moment enttäuscht, dass er es nicht geschafft hat, den Sieg noch zu erringen, aber trotzdem ganz großartige Leistung auch von Max Hammerle. Und auf Platz 3 kommt dann Markus Hörmann ins Ziel vom Omnibiotic Power Team. Der hat das Podium damit dann komplettiert. Danke, es war mega hart. Ich habe mich am Brauchfahren leider nicht ganz so gut gefühlt, wie ich es mir erhofft habe. War dann überrascht, dass der Max eigentlich Ende der ersten Runde schon gekommen ist, weil ich doch ziemlich Gas geben habe gefühlt. Dann waren wir die zweite und die dritte Runde gemeinsam unterwegs. Habe aber trotzdem irgendwie gemerkt, dass es schon für ihn auch hart ist und habe dann geschaut, dass ich beim zweiten Wechsel gescheit Gas gebe, weil das kann ich ganz gut. Ja, und da habe ich mir irgendwie so 15, 20 Sekunden rausgeholt und die habe ich halt dann verwalten, ist nicht das richtige Wort, weil ich bin halt einfach die ganze Zeit Vollgas gerannt, was gegangen ist und habe es zum Glück durchgebracht. Aber mega. Der Max ist die ganze Zeit im Knack gesessen. Wie schlimm war das auf der Laufstrecke? Ja, das ist nicht lustig. Das ist im Kopf so, so hart einfach. Man hat irgendwie die ganze Zeit nur die Angst, der kommt, dreht sich um, sieht, nein, es ist doch nicht größer, auch nicht kleiner geworden. Das Loch rennt wieder. Nach 100 Metern hat man wieder einen Einbruch. Also es ist gescheit hart. Max Hammerle, heute ganz, ganz knapp Zweitplatzierter. Was ist dir lieber, Jäger oder Gejagter? Ja, Jäger ist eigentlich schon schöner, aber ich hab durch eine Verletzung im Frühjahr habe ich leider nicht meine gewohnte Laufform und dadurch habe ich keine Chance gehabt, zu einem holen. Ich muss dem Georg einfach gratulieren, er war heute der Stärkere. Ich will nicht nach Ausreden suchen, aber meine Wechsel waren wirklich sehr schlecht. Mit besseren Wechseln wäre es sich ausgegangen? Ja, also ich bin mit dem Georg aus dem Wasser gekommen, was mich eigentlich völlig überrascht hat, weil letztes Jahr hat er mir mindestens noch 2 Minuten am Schwimmen gegeben. Also da bin ich wirklich happy, habe jetzt endlich im Schwimmen aufgeholt. Und dann habe ich leider den ersten Wechsel schon völlig verbockt. Und da musste die erste Runde, bin ich eigentlich all out gefahren. Und das ist einfach nicht gut für die Beine. Und dann wollte ich schon mit ihm laufen, dann habe ich den zweiten auch noch verbockt. Und dann war immer genau der gleiche Abstand. Und ich wollte es langsam zulaufen, nicht schnell, sondern konstant. Aber mir hat einfach auch die Power gefehlt. Also wir waren beide am Anschlag und ja, also 5 Wochen Training im Lauf und dann bin ich wieder locker dabei, muss ich sagen. Also Georg war heute wirklich der Stärkere, muss ich neidlos gratulieren. Markus Hörmann, herzliche Gratulation zu Platz 3. Wie hart war es heute? Ja, grundsätzlich einmal ist die Radstrecke schon sehr selektiv, würde ich jetzt einmal sagen. Unglaublich schönes Rennen. Ich habe schon geschaut, also Schwimmen richtig hart angegangen, also für meine Verhältnisse ziemlich gut. Das Radfahren kontrolliert, aber nichtsdestotrotz, ich meine, mit denen, was waren es jetzt, 1300 Höhenmeter knapp, da wird es irgendwann automatisch zäh. Und das Laufen hinten aus war halt schon eine harte Nummer jetzt halt. Und vor allem, dass die zwei einfach richtig hart gemacht haben. Ja. Was ist der lieber, Jäger oder Gejagter? Ja, Jäger normalerweise, ja. Aber ich nehme es, wie es kommt und du musst einfach lernen, wie es damit umgehst. Was steht dieses Jahr noch am Plan bei dir? Ja, in 3 Wochen die Challenge Rot. Und ja, da glaube ich, hat man jetzt beim Laufen so ein bisschen noch die Langdistanz vor allem gemerkt, dass die zwar wahrscheinlich relativ gut da ist, aber dass so die Härte jetzt hat, auf die 120 Kilometer vielleicht doch noch ein bisschen gefällt hat. Du bist wahrscheinlich auch mitten gerade noch drin im letzten Trainingsblock, beziehungsweise schließt den bald einmal ab und dann kommt die Erholungsphase vor der Challenge Rot. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen rausgenommen jetzt vor Apfelland und ja, jetzt halt, machen wir ein paar Tage ruhig, dann kommt der letzte Block, nochmal ein bisschen Qualität reinbringen und dann wird es halbert für Rot, ja. Wir freuen uns auf alle Fälle, wenn wir dich nächstes Jahr wieder hier bei uns im Apfelland sehen. Was hat dieses Rennen für dich so besonders gemacht? Ja, auf alle Fälle möchte ich wieder kommen. Also zum einen, weil es natürlich von unserem Hauptsponsor Omnibiotic ist und generell ist einfach eine unglaublich tolle Stimmung. Also allein das, dass über 3 Tage lang Veranstaltungen sind, es ist familiär, es wird sich brutal kümmert, es ist unglaublich gut organisiert. Also da können sich manche richtig große Veranstaltungen echt eine Scheibe davon abschneiden. Und das macht richtig Spaß und unglaublich tolle Strecken. Danke, lieber Markus. Ja, ich sag danke. Für dich. Ja, das hatten die
drei erstplatzierten Herren zum Rennen zu sagen. Und jetzt sind wir bei den Damen, wo nach dem Radfahren Svenja Tös die Führung übernommen hatte und als Führende in die Wechselzone kommt und da jetzt in die Laufschuhe wechselt. Die ehemalige Siegerin des Ironman Cozumel, danach auch noch den Ironman in Frankreich gewonnen, das Apfelland, der Omnibiotik Apfelland Triathlon, perfekte Vorbereitung für sie dafür. Als Zweitplatzierte kommt hier Gabi Oppmann, die Österreicherin, letztes Jahr Dritte beim Ironman in Klagenfurt, in die Wechselzone auch, ganz, ganz schneller Wechsel und die versucht jetzt natürlich auch noch einmal nach vorne alles möglich zu machen. Und hier jetzt die Drittplatzierte nach dem Radfahren, die Dani Kleiser. Der ist leider Gottes ein Missgeschick passiert beim Radfahren. Die hat nach der letzten Radrunde die Abzweigung in die Wechselzone verpasst, ist dort vorbeigefahren, hat ein bisschen zu viel Weg auf sich genommen, musste noch einmal umdrehen und ist dann zurückgefahren in die Wechselzone. Aber die muss sich jetzt natürlich auf ihre Laufstärke verlassen. Schon bei der Challenge in St. Pölten die schnellste Laufzeit gelaufen. Und die versucht jetzt natürlich nach vorne noch einmal alles möglich zu machen und wirklich noch einmal die Führenden in Bedrängnis zu bringen. Ja, Svenja Tös hier unterwegs am See entlang. Es war wirklich sehr, sehr heiß am Renntag. Wir sehen auch sie kämpft mit der Hitze. Die freiwilligen Helfer an der Strecke auf 5 Kilometer, 3 Ladestationen, wo man sich auch immer wieder runterkühlen konnte. Aber eine hat das alles überhaupt nicht berührt und das war die Dani Kleiser. Die ist gerannt, wie wenn sie vorher noch gar nichts gemacht hätte und hat wirklich noch einmal versucht hier das Ruder herumzureißen und ist natürlich auch mit Abstand den schnellsten Halbmarathon aller Damen gelaufen. Da sehen wir auch die Gabi Oppmann auf der nächsten Laufrunde. Die kämpft jetzt auch schon, aber für sie ist natürlich auch das Podium das ganz, ganz große Ziel und das versucht sie abzusichern. Svenja Tös noch einmal vorbei an der Finishline, rein auf die letzte Laufrunde. Sie weiß, die Dani Kleiser kommt von hinten, die Dani Kleiser drückt. Sie muss Gas geben, weil ansonsten wird sie von Daniela Kleiser noch eingeholt werden und somit auch ein Duell auf Messerschneide bis ins Ziel. Aber Svenja Tös hat gekämpft, Svenja Tös hat noch einmal alles gegeben, was sie hatte und hat es geschafft. Sie läuft als Erste über die Ziellinie und ist somit Siegerin des Omnibiotik Apfelland Triathlons 2022. Und knapp hinter ihr mit einer ganz, ganz starken Laufleistung dann auch auf Platz 2 Daniela Kleiser, die sichert sich den Silberrang im Apfelland. Ja, und Gabriele Oppmann hat es geschafft, sie komplettiert das Podium, kommt als Drittplatzierte, als beste Österreicherin auf die Finishline ins Ziel und zeigt auch, dass sie auf der Mitteldistanz hier beim Omnibiotik Apfelland Triathlon eine ganz, ganz starke Leistung zeigen kann. Heute ist es der Sieg geworden. Du bist ja lieber die Jägerin als die Gejagte. Aber heute warst du die Gejagte. Wie war es für dich? Es ist wirklich ganz furchtbar, wenn man weiß, dass von hinten jemand kommt. Von daher kann ich die Mädels definitiv verstehen, die gerne mit dem Rad schnell wegfahren, wenn ich oder jemand anderes von hinten aufläuft. Mega ungewohnt, aber es ging Gott sei Dank gut aus. Du hattest eine längere Laufpause trainingstechnisch und wusstest, Dani Kleiser, absolute Laufspezialistin, ist hinter dir, ist nicht so weit hinter dir. Und das hat was auf der Laufstrecke für dich geheißen? Ja, also meine Mutter ist jetzt nochmal eingesprungen, seit ich mich von meinem Freund getrennt habe, der auch mein Trainer war. Ich habe komplettes Team gewechselt und sie ist noch nicht so erfahren und meinte, sie kommt gleich von hinten aufgelaufen und läuft eine 1:16. Also das war natürlich eine Nummer, die mir doch ein bisschen den Herzschlag erhöht hat. Und deswegen bin ich, glaube ich, die erste Runde ein bisschen zu schnell angelaufen. Habe auf dem Rad noch
ein Gel verloren und deswegen war ich gerade eben im Ziel doch ein bisschen leer. Aber es ging auf, danke, danke. Es ging absolut auf. Wie war es an der Strecke? Wie war das Erlebnis Apfellandtriathlon für dich? Ultra überraschend. Das erste Mal bin ich hier durch den Philipp Mock, der hat mich quasi eingeladen. Und ja, dann bin ich ganz spontan hier auch angereist. Und ich muss wirklich sagen, dass das Event kann definitiv auch mit großen Events mithalten. Danke, liebe Svenja, erzähl das gerne weiter und wir freuen uns, wenn du nächstes Jahr wieder mit dabei bist. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass ich das schaffe. Ja, danke schön. Liebe Dani Kleiser, heute Zweitplatzierte beim Omnibiotik Apfellands Triathlon. Das Rennen ist nicht ganz glatt verlaufen, oder? Nee, das ist überhaupt nicht glatt verlaufen. Ich bin zu weit rangefahren. Also Schwimmen lief mega. Also für meine Verhältnisse, ich bin eine super schlechte Schwimmerin im Verhältnis. Und bin dann zu weit rangefahren. Das war ein bisschen bitter, weil ich bin drei Runden und ein bisschen gefahren, bin wieder umgedreht und zurückgefahren. Gut, aber da muss man dann den Fokus behalten und dann ja, einfach laufen, was geht. Und ja, ich hatte Spaß dran und ich finde immer, wenn Spaß macht, ist das Auto. Und dann war das wieder ein richtig, richtig guter Halbmarathon. 1 Stunde 16 war es in St. Pölten mit der besten Damenlaufzeit overall. Heute war es bestimmt auch wieder die beste Laufzeit overall bei diesen heißen Temperaturen. Wie macht man das? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich muss da gestehen, das habe ich meinem Trainer und meinem Team zu verdanken. Ich bin bei Kick-Ass Sports. Die sind total geil. Die haben mich auf eine Form gebracht, auf die ich selber nie gekommen wäre, dass ich überhaupt so gut sein könnte. Und was ich hinten raus laufen kann, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals dazu imstande sein werde. Und da bin ich meinem Team und meinem Trainer, dem Florian Heck, wirklich sehr dankbar, dass er mich auf den Fitnessstatus gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und hey, voll geil. Und dabei noch so einen Spaß habe. Das ist einfach so schön. Macht echt Spaß. Gabi Oppmann, heute beste Österreicherin beim Omnibiotik Apfellands Triathlon. Wie hart war es heute? Es war ein sehr hartes Rennen für mich, weil ich habe 14 Tage erst St. Pölten gemacht und es war ein Versuch, einmal zwei Mitteldistanzen so kurz hintereinander zu machen. Und ja, es war schon beinhart, aber es war cool mit dem Massenstart wieder mal. Das habe ich richtig genossen, das habe ich super gefunden. Die Radlstrecken ist schön, sehr hügelig und super und das Laufen jetzt war halt echt ein Kampf für mich heute, aber wurscht, ich bin ins Heim gerannt und dritter Platz ist super, passt. Das Radlfahren knüppelhart kommt dir sehr zugute als gute Radlfahrerin. Beim Laufen, wo sind deine Probleme gelegen? Irgendwie habe ich mich nicht so richtig verpflegen können heute. Also alles, was ich oben reingeladen habe, ist eigentlich nicht angekommen. Dort, wo es hin sollen, aber ja, ist einmal so. Was soll ich? Abhaken, nächstes Rennen, auf geht's. Was steht jetzt bei dir am Programm? Überlegt habe ich einmal die Challenge Walse zu machen. Jetzt werde ich einmal schauen, wie ich mich erhole. Wenn ich mich gut erhole, mache ich es. Und wenn nicht, dann denke ich, in 4 Wochen ist Obertrum. Dann werde ich nach Obertrum fahren. Also voller Fokus auf der Mitteldistanz und dann im Herbst gibt es wieder eine Langdistanz. Aber wirklich alles in Österreich, gell? Genau, auf nach Bodersdorf zu den Staatsmeisterschaften. Wir wünschen dir alles Gute, liebe Gabi, gute Erholung und wir hoffen, dich 2023 wieder im Apfelland begrüßen zu können. Ja, natürlich. Danke. Liebe Frau Magistra, Frau Wallner, Triathlon-Feeling pur beim Omnibiotik Apfelland Triathlon. Über 3 Tage ein Festival der Extraklasse. Wie geht's Ihnen? Ja, ich bin nur begeistert. Also allein, was ich bekomme, jetzt, wo die Ersten schon hereingekommen sind, jedes Mal dieses Danke, dass das möglich ist. Vor allem natürlich von unserem Power-Team, weil die Leute merken, ich bin nicht allein. Ich trainiere nicht mehr allein, ich finde hier Freunde. Also es ist unglaublich und man kriegt viel, viel mehr zurück, als wir geben mit der Ausstattung von dem Ganzen. Das ist wunderbar und vielen Dank an dieser Stelle an Sie, dass Sie das ermöglichen als Hauptsponsor, als Veranstalter von diesem wunderbaren Event. Was ist es, was heißt es für Sie, wenn Sie die ganzen Athleten, die motivierten Menschen hier sehen, wenn Sie ins Ziel kommen, wenn Sie für was trainieren? Also ganz ehrlich gesagt, es ist noch einmal so, ja, wie die Sahnehaube über dem, was ich ja bei mir im Unternehmen auch spüre. Und wir haben das gestern gesehen, weil wir alle gefeiert haben. Und da spürst du,
wirklich diesen Teamgedanken. Wir machen das miteinander. Und so wie meine Mitarbeiter sagen wir, einfach für Omnibiotik brennen, das merkt man hier bei den Triathleten noch ganz anders. Ja? Die Gespräche drehen sich immer um das, wow, ich kann jetzt mehr Leistung haben, ich habe weniger Probleme mit dem Magen. Also so viele Dinge, die da möglich werden. Und für mich ist es einfach, ja, ich bin die 3 Tage auf einem absoluten High. Da brauche ich weder Heroin, Kokain noch sonst etwas. Ich bin absolut obendrauf, ja, und das macht unglaublichen Spaß. Wunderbar, und auch unsere Triathleten sind es. Wir kriegen so wunderbares Feedback, tolle Landschaft, tolle Organisation. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass Sie uns das ermöglichen. Ja, also, ich bin ja hier zu Hause. Die Steiermark ist wirklich meine Heimat und deswegen war es das, wo ich gesagt habe, all die Menschen, die hierher kommen, die ja, einen tollen sportlichen Event erleben, aber auch die, die hier leben, ja, das kommt so wunderbar zusammen. Und gerade hier am Stubenbergsee, man merkt das, es ist der Bürgermeister dabei, es sind die Leute, und zwar nicht, weil sie müssen, sondern weil das tatsächlich unglaublich angenehme Menschen sind. Das sind Menschen, die aufeinander zugehen, auch wenn das ein Fremder ist. Und es ist nicht so, lass mich in Ruhe, weil du bist bloß ein Gast, sondern ich gehöre da mit hinein und ich muss sagen, sowas zeigen zu dürfen, das gibt schon bei mir auch was. Und das ist schön. Vielen lieben Dank und wir freuen uns jetzt schon auf 2023. Ich mich auch und zwar total. Wir wissen schon, Kleinigkeiten kann man immer noch besser machen, aber vor allem immer mehr Menschen, die das Glück erleben, Sport und Freundschaft zusammenzuschließen. Toll. Danke. Ja, das war der Omnibiotik Hapfelland Triathlon 2022. Wir sehen ja noch einmal den Zieleinlauf vom Gesamtsieger Georg Enzenberger. Wir freuen uns auch schon auf nächstes Jahr. Wir freuen uns dann auch euch alle am Stubenbergsee begrüßen zu dürfen. Wir sagen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.